Hallo, ich bin Martina Mauer vom Berliner Flüchtlingsrat und ich spreche nicht nur für den Flüchtlingsrat, sondern auch für die bundesweite Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl. Nach unerträglich langem Warten hat sich die Bundesregierung dazu durchgerungen, 50 Kinder aus den griechischen Lagern aufzunehmen. 47 Kinder wurden am Samstag eingeflogen. 47. Diese Zahl ist beschämend gering. Sie ist an fehlender Humanität, Ignoranz und Würdelosigkeit nicht zu überbieten. Ein reiches Land wie Deutschland kann, ja muss, eine hohe fünfstellige Zahl an Menschen aus den griechischen Lagern holen. Jetzt sofort. Innensenator Geisel hat gegenüber dem BMI erklärt, Berlin sei bereit, 70 Kinder aus Moria aufzunehmen. Das ist gut. Aber wir fragen uns, warum eigentlich nur 70? Berlin hat Platz. Es sind Aufnahmekapazitäten für 2000 Menschen vorhanden, sagt die Sozialsenatorin Breitenbach. Und wir fragen uns auch, warum Herr Geisel bis zum heutigen Tag noch keine Aufnahmeanordnung nach dem Aufenthaltsgesetz vorgelegt hat, die konkret das Aufnahmeprozedere und den Personenkreis beschreibt. In einem offenen Brief haben wir uns gemeinsam mit 44 weiteren Organisationen an den regierenden Bürgermeister Müller und Innensenator Geisel gewandt und sie aufgefordert, sofort zu handeln. Herr Müller, Herr Geisel, legen Sie dem BMI unverzüglich eine Aufnahmeanordnung vor für die Menschen aus Griechenland. Fordern Sie mit Vehemenz das Einvernehmen des Bundes ein und erstreiten dieses, wenn nötig, auch vor Gericht. Treffen Sie konkrete Vorbereitungen für die Aufnahme. Setzen Sie sich außerdem mit Nachdruck dafür ein, dass alle Geflüchteten in den griechischen Lagern, die bereits Angehörige in Berlin haben und daher nach der Dublin-Verordnung einen Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung haben, unverzüglich nach Berlin kommen können. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie nicht nur an den Bund appellieren, sondern dass Sie selbst handeln und entsprechende Anträge und Aufnahmeverordnungen vorlegen. Tun Sie das nicht, machen Sie sich mitschuldig am unermesslichen Leid der Menschen in Griechenland und auch an deren Sterben. Vielen Dank. Als nächstes spricht Martina Schwarzer von der Seebrücke.